Hallo und willkommen in der zweiten Lektion zum Rhythmus Grundwissen in der Bläserklasse. In dieser Lektion geht es ums Zählen, Klatschen und um die Wiederholungszeichen. Wir wollen unser Wissen aus Lektion 1 jetzt gleich mal in die Praxis umsetzen. Wenn du später mit deinem Instrument übst, ist es wichtig, im Kopf schon zu wissen, wie das mit dem Rhythmus so funktioniert. Also wann du was auf deinem Instrument tun sollst. Spielen, Pause oder was auch immer. Deshalb üben wir das zuerst mal ganz ohne Musikinstrument und benutzen nur unsere Hände als Instrument. Wir zählen laut von 1 bis 4 und klatschen dann immer bei 1 und 3 in die Hände. Beim Zählen ist es wichtig, gleichmäßig zu zählen. Du kannst dir einen Sekundenzeiger als Kontrolle nehmen. Also jede Sekunde ist dann eine Zahl. Ich mache dir das jetzt mal vor. Du kannst den Video dann anhalten und es alleine nachmachen, bis es ganz gut funktioniert. Zähle dabei immer laut mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt kannst du den Video anhalten und es selbst einmal ausprobieren. Wenn wir etwas öfter hintereinander üben oder spielen sollen, gibt es in der Musik einen Trick, um es nicht immer wieder neu hinschreiben zu müssen. Die Wiederholungszeichen. Man schreibt die Übungen oder die Noten einfach einmal hin und macht dann am Anfang und am Ende einen dicken und einen dünnen Strich mit zwei Punkten daneben, so wie du es hier siehst. Das bedeutet für uns jetzt, alles, was zwischen diesen Zeichen steht, noch einmal zu spielen, wenn wir hinten angekommen sind. Manchmal muss man das Ganze auch mehr als einmal wiederholen. Zum Beispiel bei Übungen ist es oft sinnvoll, das Ganze mehr als nur zweimal zu spielen. Das kann man dann einfach am Anfang hinschreiben. 10x bedeutet 10 mal spielen. Das x steht also für mal. Aber Vorsicht, wir sollen es nicht 10 mal wiederholen, sondern 10 mal spielen. Also einmal so spielen, wie es da steht und dann 9 mal wiederholen. Als kleiner Trick kannst du bei der 1 immer die Zahl sagen, wie oft du es gerade spielst. Das mache ich dir mal vor. 1, 2, 3, 4, dann würde ich es jetzt das zweite Mal spielen, deshalb sage ich jetzt 2, 2, 3, 4 statt 1, 2, 3, 4. Dann kannst du weitermachen. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4 und so weiter, bis du dann bei 10, 2, 3, 4 angekommen bist. Dann bist du fertig mit der Übung, denn dann hast du es jetzt insgesamt 10 Mal gespielt. So, jetzt machen wir ein paar Übungen zusammen, damit du ein gutes und sicheres Gefühl fürs Zählen und Klatschen bekommst. Damit du weißt, wie schnell die Übung sein soll, zähle ich immer einmal 4 Schläge vor. Das nennt man dann Einzählen. Dann geht es los. Du kannst gleich versuchen, es mitzumachen. Wenn du beim ersten Mal noch nicht so gut mitkommst, dann spul das Video einfach zurück und probier es noch einmal. Du kannst den Video auch anhalten und es dann erst einmal alleine üben, bis du dir sicher bist. Ich werde das Video in Kapitel unterteilen, dann kannst du leicht immer gleich zu den Übungen springen und diese machen. So, bei der ersten Übung klatschen wir bei der 1 und der 2 in die Hände. Da wir es ja 10 Mal wiederholen wollen, tauschen wir immer die 1 mit der Wiederholungsanzahl aus, die wir gerade machen. Also bei der ersten Wiederholung sagen wir dann 2, 2, 3, 4. Das ist vielleicht jetzt etwas verwirrend, aber du wirst es am Ende des Videos bestimmt verstanden haben. Wichtig ist, dass du immer laut mitzählst. Los geht's! Übung 1, 10 mal klatschen bei 1 und bei 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir es 10 Mal wiederholt.
Jetzt kannst du das Video anhalten und es selber nochmal ausprobieren. Jetzt kommt Übung 2. Hier sollen wir bei 1 und 4 klatschen und das Ganze insgesamt wieder 10 Mal spielen. Los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4 und fertig. Bei Übung 3 sollen wir bei der 2 und der 4 klatschen und das Ganze wieder 10 Mal spielen. Los geht's! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4 und fertig. Bei der Übung 4 sollen wir jetzt bei der 3 und 4 klatschen und wieder alles 10 Mal spielen. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4. Fertig. Bei Übung 5, der letzten Übung, sollen wir bei 2 und 3 klatschen und wieder das Ganze 10 Mal machen. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4 und fertig. So, geschafft! Jetzt hast du gelernt, wie das mit dem Zählen, den Wiederholungszeichen und dem Klatschen funktioniert. Und du hast Musik gemacht, denn auch Klatschen ist Musik machen, wenn man es im Rhythmus macht. Damit hast du Lektion 2 zur Bläserklassentheorie abgeschlossen. Du kannst sie dir jederzeit wieder anschauen, um dein Wissen aufzufrischen. Als nächstes kannst du jetzt Lektion 3 machen. Viel Spaß dabei!